Ja, offensichtlich kommt es jetzt tatsächlich dazu, dass wir die vier, ne Quatsch, die achte Arena herausfordern dürfen. Meine Fresse, das geht ja schnell hier. Im Übrigen fand ich es toll, dass wir am Ende nochmal gesehen haben, dass wir fast 200 Pokémon haben. Damit hätten wir die Hälfte des gesamten Pokédex voll. Ist ja so. Ist ja so. Ja, wir sind wieder auf Route 7. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich in der Arena mit Toxinox kämpfe und vielleicht mit ja, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, wer was reißen kann. Ich habe aber auch keine Drachenattacke. Aber ich müsste Drachen-Pokémon beziehungsweise Eis-Pokémon haben. Wie zum Beispiel Flampion könnte ich mitnehmen. Primano könnte ich mitnehmen. Aber die sind halt alle underleveled. Da werden mit Sicherheit Level 50er Pokémon kommen. Da reise ich mit den Luschen gar nicht. Ich weiß nicht. Im Übrigen könnte ich theoretisch jetzt Trokomil weiterentwickeln. Ich habe denen eine Blume gegeben. Allerdings möchte ich denen doch was anderes geben. Nämlich die Zuckererdbeere. Und ich hoffe, dass sich das auch so weiterentwickelt. Ich gehe dazu extra in die Naturzone, denn dort scheint ja offensichtlich irgendwie sowas zu sein mit, ja, na, Tag und Nachtfluss. Ich schau mal nach. Es gibt da nämlich ein ganz bestimmtes, aber ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt. Absolut nicht. Aber ich glaube, es gibt ein ganz bestimmtes Hukumil, was ich ziemlich geil finde. Und hier gibt es ja Tag- und Nachtmodus. Ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. Ich speichere lieber mal vorher ab. Weil ich möchte nicht nochmal dieses Hukumil haben. Dieses, was wir schon haben. Was kann gar nicht angehen, weil das haben wir ja schon. Und gegen den Uhrzeigersinn am Tag musst du das machen. So, das müsste tatsächlich die sein, die ich meine. Es gibt aber noch eine. Aber das geht nicht. Das geht nur bei Dämmerung. Aber die ich meine. Oder? Die entwickelt sich per Zuckererdbeere weiter. Es gibt zwei Formen, die ich ziemlich cool finde. Eine per Zuckererdbeere und die andere per andere. Also bei der einen weiß ich Zuckererdbeere, aber die andere weiß ich absolut nicht. Deswegen probiere ich erstmal das aus. Das müsste gegen den Uhrzeiger drehen und in der Nacht. Okay. Mach ich gerade. So. Gegen den Uhrzeiger gedreht. Und jetzt entwickelt sich Hukumil weiter. Ich hoffe, es ist die richtige Form. Ich befürchte nicht. Ist das die Form? Sie sieht zumindest so aus. Aber das. Nee, hä? Irgendwie verstehe ich das mit. Ach nee, warte, die Verzierung ist eigentlich relativ egal, die es dabei bekommt. Du kannst das anscheinend mit jeder, nur du musst halt bestimmte. Wirklich jetzt? Die Verzierung scheint egal zu sein. Das wird halt nur ko als Kopfschmuck. Das müsste das sein. Ja, das ist das. Nur halt hat es jetzt statt Erdbeeren. Warum steht dann da, dass das nur kommt, wenn ich eine Zuckererdbeere habe? Ich habe nämlich mal gelesen. Nee, Quatsch. Nee, das ist nicht das. Das ist das andere. Wartet mal. Das ist das Salz. Das ist die Salzform. Okay. Ich möchte euch die andere Form zeigen, die ich meine. Müsste die Salzform sein. Oder nicht?
Ist das jetzt die Salzform? LOL, was? Der hat den englischen Namen beibehalten? Normalerweise ist das nämlich nicht so. Wartet mal, ich schneid das mal eben. Also wenn die Verzierung scheißegal ist, aber das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Ich gebe den jetzt mal die... Ne, der hat ja die Zuckererdbeere, genau. Im Uhrzeiger drehen, in der Nacht. Okay, mache ich. Dann kann ich euch nämlich die zeigen, die ich meine. Aber es gibt noch eine andere, die kann ich aber nicht bekommen. Das geht nur am Tag. Oder wartet mal. Wir entwickeln das mal kurz weiter, um zu gucken, ob das das ist. Das ist nicht das, oder? Also es müsste jetzt Matcha-Creme sein. Das sieht aber nicht aus wie das Matcha-Creme. Das sieht aus wie dieses... Für über 5 Sekunden. Wie dieses Karamell-Ding. Wieso... Das ist das Karamell-Ding. Oder nicht? Wartet mal. Es müsste im Pokédex registriert sein. Beide Formen. Das ist ja doof. Warum steht dann da... Hä? Ich bin doch in der Nacht. Was willst du, Alter? Wo ist es denn? Das ist aber nicht das, was ich wollte. Ich wollte ein anderes haben. Irgendwie verstehe ich das komplette Pokémon nicht. Aber ich habe es euch jetzt mal gezeigt. Also so entwickelt sich halt Hukumil weiter. Gebt den eins dieser Zucker-Items und dann entwickelt sich das in die jeweilige Form. Ihr müsst euch halt... Ich kann euch das gleich mal vorlesen. Sobald ich Hukumil bzw. Pokusan gefunden habe. Das ist halt das Ruby Cream. Ruby Cream, Matcha, das ist das Matcha? Echt jetzt? Nee, das ist doch nicht das Matcha Cream. Sieht so anders aus. Ja, das sieht vollkommen anders aus. Das ist doch nicht das Matcha Cream, das ist das Karamell-Ding. Was für eine Verarsche! Oh mein Gott, stimmt. Also das ist das Ruby Cream. Das sieht auch so aus wie das Ruby Cream. Das ist anscheinend ein Shiny Ruby Cream. Oder mit einem Herz. Keine Ahnung. Und das ist das Matcha Cream mit einer Erdbeere. Ich habe doch die Zuckererdbeere geben, dann müsste das Matcha-Creme kommen. Das ist ja Matcha-Creme. Aber warum sieht das dann auf PokéWiki ganz anders aus? Die Matcha-Creme ist nämlich so gelblich mit so weißen Dingern. Das finde ich geil, aber das ist doch nicht gelb, Alter. Was ist das für ein Betrug? Irgendwie verstehe ich das komplett nicht. Dieses Pokémon ist ganz komisch. Okay. Ist jetzt halt so. Schade. Ich hätte gern das andere gehabt, aber... Gut. Ich lese euch das jetzt aber mal vor. Und zwar, Pokusan entwickelt sich einmal in Vanillecreme, Ruby Cream, Karamellmix, Ruby Mix, Matcha Cream, Salz Cream, Zitronencreme, Mint Cream und Trio Mix. Und zwar, in die Vanillecreme entwickelt sich, wenn du Uhrzeiger am Tag drehst. Gegen den Uhrzeiger drehen am Tag, dann bekommst du die Ruby Cream. Für über 5 Sekunden im Uhrzeiger drehen, am Tag, für die Karamellcreme da. Für über 5 Sekunden gegen den Uhrzeiger drehen, am Tag,
keine Ahnung, wie man das machen soll. Dann bekommt man den Ruby Mix im Uhrzeigerdrehen in der Nacht mit der Zuckererdbeere. Dann bekommt man die Matcha Creme, auch wenn das kompletter Bullshit ist, weil ich habe sie nicht bekommen. Auch wenn da steht Matcha Creme und es ist nicht die Matcha Creme, aber okay. Gegen den Uhrzeigerdrehen in der Nacht bekommt man die Salzcreme. Was es für ein Item braucht, keine Ahnung. Für über 5 Sekunden im Uhrzeigerdrehen in der Nacht. Dann bekommt man die Zitronencreme. Für über 5 Sekunden gegen den Uhrzeigerdrehen in der Nacht. Dann bekommt man die Minzcreme. Die finde ich auch ziemlich cool. Aber wenn schon die Matcha-Creme anders aussieht, als sie im Pokémon gezeigt wird, dann glaube ich auch, dass die Minzcreme ganz anders aussehen wird. Und die Trio-Creme, die finde ich am geilsten. Für über 10 Sekunden gegen den Uhrzeigersinn drehen bei Dämmerung. Also das wäre, glaube ich, in dem Spiel gegen 5, 6 rum. Richtet sich halt nach der Real-Life-Zeit. Aktuell wäre es, glaube ich, ab um 7 oder um 8. Aber ich werde ja sowieso in dem Spiel verarscht. Also von daher, das ist alles ganz komisch und weird und ich kapiere es einfach nicht. Aber okay. Hey, hier drüben! Das ist alles. Ich mag es nicht. Hallo Byron. Hallo Süße, was geht? Machen wir einfach mit der Story weiter. Vergessen wir den Scheiß. Ich komme echt nicht drauf klar. Verarsche pur. Ihr könnt auf, ich werde euch, denke ich, unten in die Videobeschreibung einen Link zur Seite von Hukumil packen und guckt euch die Formen an. Das ist eindeutig nicht die Matcha-Form. Absolut nicht. Also, komplette Verarsche. Gute Arbeit von dir und deinen Glurak-Dilien. Ihr habt diesen Dynamax-Pokémon ja im Handumdrehen auf die Bretter geschickt. Tja, wir sind eben einfach unschlagbar. Aber es gibt Wichtigeres zu besprechen, Senja. Kannst du mir sagen, was hier vor sich geht? Gute Frage. Erst war da dieses rote Licht. Und dann hat sich plötzlich ein Pokémon dynamaximiert, obwohl eigentlich gar keine Energiequelle in der Nähe war. Aber wie kann das sein? Das wüsste ich selbst gern. Wir müssen wohl damit rechnen, dass dieses rote Licht jederzeit wieder auftauchen könnte und uns alle verarscht. Genauso wie Ryren, aber okay. Exakt, und um diesen Moment zu berechnen, braucht es eine Wissenschaftlerin der Extraklasse. Oma, was machst du denn hier? Ich wurde von Liga-Präsident Rose herbestellt. Er hat mir Fragen über Fragen dazu gestellt, was all das mit dem Dynamax-Phänomen zu tun haben könnte. Und ist dabei etwas Hilfreiches rausgekommen? Das musst du ihn fragen, oder besser gesagt seine Assistentin. Für den Liga-Präsidenten dreht sich alles nur um die Energieversorgung Gardas. Alles andere überlässt er seiner Assistentin. Aber eins steht fest, wir brauchen mehr Daten. Deswegen möchte ich dich bitten, zu der Sache weitere Nachforschungen anzustellen, Senja. Immerhin kennst du dich vor uns allen am besten mit der finsteren Nacht aus. Moment, willst du damit etwa sagen, dass dieses rote Licht in Wirklichkeit die finstere Nacht war? Oh Mann. Ich frag mich, ob ihr auch irgendwie helfen könnt. Klar können wir das. Klar. Ich hätte besser gefunden, wenn eine Antwortmöglichkeit gewesen wäre. Ich ja, du nein. Danke, ich weiß euer Eifer sehr zu schätzen, aber ich wünsche mir von euch gerade nur eins. Ich will, dass ihr mir das allerbeste Finale aller Zeiten liefert. Und ich im Gegenzug sorge ich dafür, dass ich hier in Gala auch ins Frieden herrscht. Ich kann nicht mehr sprechen. Dieses Pokusan verarscht mich. Ich meine, Wyvern, voll. Geh klar, Bruder Herz. Ich vertraue dir. Du bist schließlich Dilien, der Unschlagbare. Oma,
Es gibt da etwas, was ich genau untersuchen möchte. Hilfst du mir dabei? Aber sicher doch, Senja. Okay. Dann bis bald. Besteht ihr jetzt erstmal die Arena-Challenge. Ich rechne fest damit, euch beim Champ Cup zu sehen. Cool. Gut, konzentrieren wir uns auf unsere eigene Mission. Für mich heißt das Nest zu besiegen. Aber du machst dich jetzt erstmal auf zum Chlor-Stadion, oder Ryan? Woher solltest du keinerfalls auf die leichte Schulter nehmen? Alles klar, Digi. Den mache ich fertig, auch wenn ich noch nicht ganz weiß, wie. Ich habe einfach gar nichts gegen ihn. Es ist traurigerweise wirklich so. Ja, traurigerweise habe ich gar nichts. Absolut nichts. Genauso wie die Verarsche mit dem Poster. Aber Flampion, dich kann ich ja mal ins Team nehmen. Ja, und ich denke, ich werde mit Toxinox und Quaxi kämpfen. Aber was ich machen möchte, ist Flampion weiterentwickeln. Und dazu muss man ein Item verwenden. Ja, tatsächlich. Ein Item, und zwar den sogenannten, ich habe es ja schon mal gesagt, Eisstein. Und die Form, die sieht echt cool aus, meiner Meinung nach. Ich mochte ja Flampion in der normalen Form auch, aber hier ist es noch cooler. Wobei das eher aussieht wie so ein alter Opa. Ist das jetzt... Nee, es hat nur Eis. Aber es hat doch noch eine andere Form. Wie kriegt man die denn? Eiszapage, Alter. Gieß ja ab. Bauchtrommel, Aufruhr. Ich denke, ich mache auch... Du kannst ja Blizzard? Bruder. Und Icy. Läuft bei dir. Das sieht aber echt cool aus. Mich würde mal interessieren... Man kann nämlich mit dem Wutkeks die Form von denen ändern. Und mich würde mal interessieren, ob das hier bei denen auch geht. Und ob man den auch dann wieder zurückverwandeln kann, weil die zweite Form ist nämlich vom Typen. Eisfeuer. Und wo zum Teufel? Ist der Scheiß Wutkeks? Ist der echt hier drinne? Da habe ich den schon verwendet? Oder? Ich glaube, man muss den kaufen, oder? Gab's da nicht mal so einen Typen, der das gefragt hat? Ob wir das kaufen wollen? Ich kann mich so leicht dran erinnern. Aber so sieht Flampion aus. Flampivian. In der Gala-Form. Ist eigentlich schon ganz cool. Ist halt ein alter Opa, aber... Ist trotzdem geil. Und Warte. Warte. Halt. Warte, ich möchte Pelzebub weiterentwickeln. Jetzt steht so langsam von jedem die Entwicklung an. Fatality wird auch sich demnächst weiterentwickeln. Da muss ich nur gucken, ob der vielleicht noch eine Attacke erlernt. Hätte ich vielleicht auch bei Flampivian gucken können. Ich Vollidiot. Falls der nämlich doch tatsächlich ins feste Team als sechstes Teammitglied kommt, dann wäre das vielleicht sinnvoll gewesen, aber okay. Ist halt so. Nur das wird dann halt ein heftiges Training, ja. Wenn eins der jetzigen Pokémon ins feste Team kommt, dann wird das ziemlich hart. 10 Level müssen trainiert werden. Und hier habe ich mit einem gesprochen, ne? Ich glaube schon. Die Arena Challenge nähert sich langsam aber sicher ihrem Ende. Du bist weit gekommen. Ja. Sie nähert sich langsam dem Ende. Im Part. Was haben wir? 40? 42? Ist nicht so heftig. Ich meine, ich habe viel zwischendurch gemacht, ja, aber ansonsten ist das nicht wirklich krass.
lang, das Spiel. Bisher. Aber wer weiß, was da noch auf mich lauert. Der Arena-Leiter von Close City ist Drachenprofi. Wow. Bist du bereit für seine Arena-Mission? Klar. Ich bin mal gespannt. Dann bitte ich dich zunächst in die Jungkleide, wie immer. Alles klar, mach ich total. Diese Uniform, die du trägst, zeugt von all den Siegen, die du schon errungen hast. Ich kann deinen Kampfgeist deutlich spüren. So, und jetzt begib dich bitte ins Stadion. Ich meine natürlich zur Schatzkammer. Die anderen Arena-Trainer erwarten dich dort. Alles klar, du. Alles klar. Ich weiß nicht, was jetzt so kommt. Vielleicht hat er ja eine besondere... Ja, als 8. Arena-Leiter sollte man was Besonderes haben, der noch am Smartphone hängt. Mal sehen, wie viele Challenger sind noch im Rennen. Wow, nicht mal 10. Also gut, Wyvern, ich erkläre dir jetzt meine Arena-Mission. Bereit? Die Regeln sind leicht und schnell erklärt. Du musst nur 3 von mir höchstpersönlich ausgebildete Arena-Trainer besiegen. Das ist alles. Das ist ein Scherz, oder? Das meint er nicht wirklich ernst. Game Freak. Was ist los mit euch? Wart ihr wirklich echt zu faul, da noch was zu machen? Das ist genau das gleiche wie in der 7. Arena. Ah ja, noch etwas. Ihr werdet in Doppelkämpfen gegeneinander antreten. Wow. Die Arena-Challenge hat es ganz schön in sich. Findest du nicht? Nein, absolut nicht. Daher halten auch nur sehr wenige Arena-Challenger so lange durch wie du. Und genau deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Zeig mir alle Tricks, die du auf Lager hast. Aber genug geredet. Der erste Arena-Trainer wird dir jetzt gegenübertreten. Na los, Raphael. Trau dich. Das können die nicht ernst meinen. Bin schon zur Stelle. Roy hat mich 2 Dinge gelehrt. Zum einen die Stärke von einer Drachen-Pokémon. Zum anderen, dass man das Kampffeld zu seinem Vorteil nutzen muss, wenn man sich die Stärke nutze machen will. Das kann jetzt Game Freaks? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Waren die echt so faul? Ich glaub das nicht. Das ist genau das gleiche wie in der 7. Arena. Nur dass es halt jetzt Doppelkämpfe gibt. Wow. Toll. Mega. Das wollte ich schon immer. Ey, Genfig, das könnte ich ja doch jetzt nicht machen. Stimmt mit euch nicht. Oder merkt man mal wieder, dass sie nur an die Kohle interessiert sind. Ist einfach so. Gut, Pelzebub entwickelt sich, aber ich komme da echt nicht drauf klar. Die waren wirklich gegen Ende. Was ist das für ein Monster, Alter? Die waren wirklich gegen Ende und nicht Fee, Alter. Das ist doch keine Fee! Seelenbruch, was ist das denn? Das ist ein Fee-Attacke, alles klar. Die Attacke trifft das Ziel mit so viel Wucht, dass es den Mut verliert. Dabei wird sein Spezialangriff gesenkt. Alter. Was für ein Monster. Game Freak war wirklich zu faul, die letzten 2 Arenen noch. Ne? Und was ist mit meiner Toy Story Tasse los? Oh mein Gott. Die ist ja richtig abgenutzt.
Meine Toy Story 3 Tasse. Also Becher eigentlich, aber egal. Genauso erwarte ich das von einem Trainer, der sich bis hier durchgeschlagen hat. Das kann doch nicht Game Freaks ernst sein jetzt. Hier kommt unser zweiter Trainer, Lorraine. Oh, ich darf noch heilen. Alles klar. Wurde ich voll geheilt? Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Und stimmt, man kann die Box nicht verwenden. Fuck. Ja, gut. Dann denke ich, ist Toxinox ganz gut und ja, mach mal das Olanga nach vorne. Weil ich wissen will, was das für ein Monster ist. Aber, Alter, Game Freak, das könnt ihr doch nicht machen. Beim Doppelkampf kommt es darauf an, zu verstehen, welche Rolle die jeweiligen Pokémon des Gegners im Kampf erfüllen. Auf jeden Fall nicht die Rolle eines Entwicklers, denn wenn man sieht, kann offensichtlich jeder ein Entwickler werden. Da kann ich mich auch einfach hinsetzen und sagen, ja, wir machen das. Ich komme da echt nicht drauf. Zweimal dasselbe. Wie nice. Das hat sich jeder gewünscht. So eine Arena-Challenge. Ist mega, und du hast jetzt nicht im Ernst Schutzschild eingesetzt. Und da werde ich auch noch verbrannt. Hat er offensichtlich nicht. Ja, ich weiß, der Feuertyp resistet das, ist egal. Panzerfalle? Fuck, ist das für eine Attacke? Alter, komm runter. Rudi. Da kann ja jeder Entwickler sein. Ganz im Ernst. Was soll denn der Scheiß? Ich habe aber wirklich den Eindruck, Nintendo beziehungsweise Game Freak, aber insbesondere Nintendo, wird seit einigen Jahren ziemlich nachlässig, was ihre Spiele angeht. Es wirkt auf mich ziemlich krass so. Fantastische Leistung, genau das habe ich von einem Trainer erwartet, der sich 7 Ohren erkämpft hat. Eigentlich ja nur 6, weil die 7. und die 8. Arena haben ja keine richtige Challenge. Und jetzt ist es Zeit für den grünen Abschluss. Nummer 3, Siopan. 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 Also Freunde, das nächste Mal werdet ihr mich vielleicht als Entwickler wiedersehen. Denn, ja, jeder kann ein Entwickler sein. Ist ja nicht schwer, wie man sieht. Vielleicht sehe ich einfach nicht den größeren Drang oder so, das größere Potenzial dieser Challenge, aber ich weiß nicht. Es ist einfach, ja, sagen wir es frei raus, es ist einfach Faulheit. Es ist einfach so. Game Freak ist zu faul dazu. Das Traurige daran ist, dass das nicht das erste Mal ist, dass das vorkommt. Ja? Seit, keine Ahnung, seit der Sek... Oh, warte, was habe ich gemacht? Ich habe den falschen. Ich wollte eigentlich Seelenbruch auf das Medeiros machen. Den austauschen. Das ist, glaube ich, seit der 6. Generation so. Da waren sie auch schon zu faul. Aber auch 5.
fing es schon so leicht damit an, aber da war es noch ganz okay. Ja, aber dann sechste, siebte, in der siebten war es ja ganz schlimm, dass die hier mit weitermachen, bin ich absolut kein Fan von. Und dieses Olang da, das rasiert richtig. Das rasiert richtig. Ich glaube, es war ziemlich gut, dass ich es in der Arena Challenge verwendet habe. Weil offensichtlich gibt's hier nur 45 bis ungefähr, keine Ahnung, Level bis ungefähr, ich würde tippen, dass der Arena-Leiter Roy Level 49er hat. Also ich denke nicht, dass der 50er hat. Glaube ich nicht. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube aber im Übrigen zu wissen, was sein Signature-Pokémon sein wird. Oder was heißt, ich glaube, ich weiß es eigentlich schon, weil man hat es, glaube ich, sogar mal in einem Trailer gesehen, wo er... Man hat es schon in einem Trailer gesehen. Müsste. Und auch seine Gigamax-Form. Denn jetzt kommt ja wieder eine Gigamax-Form. Dazu waren sie nicht so voll. Ja, komm, ist gut. Großartig, Wyvern. Ganz wie erwartet hast du die Arena-Mission gemeistert. Bravo. Ja. War ja auch anspruchslos, ne? Dann ist es jetzt an der Zeit, dass du dich gegen mich beweist. Auf ins Stadion. Wird das jetzt genauso anspruchslos? Ich darf immer noch nicht die Pokémon-Box verwenden. Habe ich recht? Nö. Aber ich darf mich noch vorher heilen. Das ist... Wenigstens das erlauben sie mir noch, ne? Ich werde wirklich mit Olanga antreten. Aber Moment. Moment mal. Gibt's jetzt Doppelkampf gegen ihn? Ich hoffe es tatsächlich, damit wenigstens etwas Innovation kommt. Wenn sie schon das gleiche machen. In der siebten Arena. Oh Gott, nee, das kann einfach nicht deren Ernst sein. Ernsthaft, ich scheine wirklich das größere Potenzial dieser Challenge nicht zu verstehen. Vielleicht wisst ihr ja was da. Aber ich glaube sehr weniger. Es ist einfach nur faul. Du bist ausgerechnet du der erste Challenger bist, der es so weit geschafft hast, muss Schicksal sein. Aber wenn die ihn so viel auf dich erhält, wundert mich nicht, dass du es so weit gebracht hast. Und du denkst also, du kannst Lilien besiegen? Dafür musst du erstmal mich, seinen größten Rivalen, klein kriegen. Ich werde dir auf die harte Tour zeigen, worauf du dich einlassen kannst und so. Ich kontrolliere übrigens nicht nur das Wetter, sondern bestehe auch auf einen Doppelkampf. Damit will ich herausfinden, wie gut du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Also dann, los geht's. Auf Doppelkämpfe bin ich jetzt mittlerweile eingestellt. Nur nicht auf die Arena-Challenge. Da war ich vollkommen unvorbereitet. Rokolas und Libeldra. Ja moin. Und ich hab den falschen vorne. Super. Geht ja mal gut los. Was soll das? Ja, jetzt kommt der Sandsturm. Kack, um das Prokolos zu killen, mach ich Dread. Ich hab schon wieder den falschen ausgewählt. Mann, der soll doch nicht gehen. Seelenbruch auf die Beldra. Und Draxen, du kommst mal raus hier. Du gehst ganz schnell weg. So. Damit ich wenigstens das Oculus fliege. Ja, na klar kann der Stahl fliegen. Was auch sonst, ne? Aber 47, Alter. Lag ich doch falsch?
Zahnsteine, no! Der Sandsturm ist ja nicht schon genug. Aber wer hat denn. Wer kann denn Sandsturm erzeugen? Beltra? Kannst du das erzeugen? Echt? Ich befürchte, dass das. Die Beltra schneller sein wird. Deswegen heile ich Olanga. Was für ein beschissener Name, echt. Und Prokolos töte ich mal. Ja. Prokolos wird safe getötet. Und Prokolos, du stirbst jetzt, danke. Ich hätte Freakout bekommen, wenn er jetzt hier noch diese dumme Fähigkeit Robustheit gehabt hätte. Lass doch den scheiß Starflügel, Mann. Was soll denn der Müll? Sanaconda. Okay. Ja, ich heile wieder Olanga. Und mit dir mache ich das Sanaconda ganz schnell weg. Ich glaube, ich muss verhindern, dass er. Support kriegt. Haufenweise Support. Er darf auf jeden Fall nicht zum Supporten kommen. Da muss ich jetzt auch leider immer wieder Olanga heilen, weil der Scheiß mit Scheiß Steuerflügel kommt. Meine Fresse. Das ist so nervig. Dural Ei. Das war schon ein Signature Ei. Aber der hat, glaube ich, nur 4, ne? Ja. Gut. Ich setze nochmal. Warte, halt. Ich gehe mit. Oder? Ne, ich probiere es erstmal ohne. Oder doch nicht? Ich heile den erstmal. Ich heile den und dann packe ich das Libeltra raus. Weil das Duraludon wird, denke ich, nicht so schlau sein, oder? Ja, der macht jetzt eine Gigamax vor. Duraludon. Was ist das denn? Alter. Ein Fernsehturm. Willkommen. Zum Fernsehen gucken. So. Ich pack das Libeltra raus. Nervt mich das nicht mehr. Für die 8. Arena ist das aber schon ziemlich schwach. Meiner Meinung nach. Gangwechsel, was ist das denn? Stahlattacke. Kann. Von Toxinox? Alter. Durch Drehen der Zahnräder erhöht sich nicht nur der Angriffswert, sondern auch die Initiative des Anwenders stark. Nee. Mm-mm. Absolut nicht. Infernitox, okay. Dynastahlzacken. Und damit attackiert er ausgerechnet Olanga, ne? Ist klar. Voll die Verarsche. Aber richtig. Ich glaube, der ist tatsächlich Stahldrache. Deswegen denke ich, werden wir mal mit Infernitox. Der kriegt jetzt zwar hoffenweise Schaden, weil er halt vom Feuertyp ist. Ja klar! Was zum Teufel? Aber ich denke, ich werde ihn mit Dynabrand rauskriegen und auch direkt heilen. Weil das ist mir zu risky. Viel zu risky. Ich hoffe, dass dieses Duraludon nicht stark genug ist. Beziehungsweise nicht schneller. Wäre halt kacke. Stimmt, ich wollte eigentlich mit dem Gigamax machen, aber ich habe dir noch keine Dynabombs gegeben. Ich hoffe, Infernitox ist schneller. Bitte. Ja, na klar macht er dieses scheiß Dino-Brocken. Und woher konnte der Spaß denn das wissen?
Habt ihr das gehört? Das hat noch nicht mal annähernd. Das war noch nicht mal sehr effektiv. Ist der nur in der Gigamax? Ändert er den Typ? Ja, na klar. Warum heile ich den denn? Weißt du? Ja, jetzt kriegt er wieder den scheiß Sandsturm. Meine Güte. Damit ist der Infernitox raus. Aber er müsste sich jetzt auch wieder zurückverwandeln. Alter, der rastet richtig aus. Junge, was ist das für ein Typ, ey? Ich glaube, der ist wirklich würdig. Im Übrigen, was ich noch zur letzten Arena sagen wollte, ist, es war das erste Mal, dass eine Arena vom Typ Unlicht ist. Ja, tatsächlich. Es gab zwar in der 7. Generation Yasuo, aber das ist ja kein richtiger Arena-Leiter gewesen, ja? Fuck, man! Ich befürchte... Moment! Scheiße! Seenbruch funktioniert doch gar nicht! Der ist doch vom Stahltyp. Oh mein Gott, Leute. Ich hab den umsonst geheilt. Shit! Ja, dann hole ich Infernitox wieder. Und greife den mit Trommelschläge an. Ich hoffe, dass das trotzdem funktioniert. Alter, der rasiert richtig. Endlich mal der Herausforderung. Du bist jetzt... Ja, na klar. Bis jetzt haben die Arena-Dinger mir nicht so heftig gefallen. Ja, komplett einfach tot. Ja, natürlich kriegt er einen Crit. Ist klar. Dieses verdammte Duraludon strahlt eine ungeheure Macht aus. War richtig. Das ist tatsächlich nur 48. Alter. Komm, ich mach's mit Holzhammer. Ich krieg zwar haufenweise Schaden, aber... Es hat nicht gemattert. Na toll. Ist das dein fucking Ernst? Ein KP bleibt übrig? Was zum Teufel? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Komm, jetzt heile noch. Komm, setz Top-Genesung ein oder so was. Komm, nein? Macht er nicht? Schade. Das hätte nochmal alles komplett gekillt. Wirklich. Aber nein. Ich wurde verschont. Warum setzt keiner der Arena-Leiter überhaupt einen Trank ein? Warum existieren die? Keinen Trank einsetzt, Mann. Selbst wenn ich verliere, gebe ich eine erstklassige Figur ab. Zeit für ein Selfie, würde ich sagen. Ja, überheblich wie eh und je. Das war ein harter Kampf, oh ja. Aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich, als hätten sich die Wolken aufgetan. Jetzt herrscht nichts als Sonnenschein. Von wegen. Glaub mir kein Wort. Erinnerst du dich, wie ich gesprallt habe? Prallt habe, nicht gesprallt, du Vollidiot. Dass ich Dilians größte Rivale bin und wenn schon. Das nützt mir auch nichts, wenn du mich besiegst. Meine Pokémon und ich haben uns dir gegenüber ganz schön hochmäßig verhalten. Japp. Hier, nimm das als Zeichen deines Sieges. Das ist der Drachenohren. Okay, damit muss ich sagen, von allen Arena-Leitern war er tatsächlich der Stärkste und kann sich... Wow, der Ohren sieht ja mal geil aus. Und kann sich zu Recht als Drachen-Arena-Leiter küren, als stärksten Arena-Leiter. Um die Ideen herauszufordern, musst du aber noch das Turnier nach der Arena-Challenge gewinnen. Und das meine ich ganz wirklich. Du musst... dieses Turnier einfach gewinnen, klar. Sonst wäre meine Niederlage gegen dich bedeutungslos.
Ich würde tatsächlich jetzt eine Aussage. Er ist tatsächlich von allen Arenaleitern der stärkste. Ja. Also er ist zu Recht der letzte Arenaleiter. Jetzt, wo du alle Orden gesammelt hast, erwartet dich als nächstes der Champ Cup. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Hey, Byron! What's up, Guy? Bitte sag nicht, dass du nochmal gegen mich kämpfen willst. Ich will dich nicht lange aufhalten, aber ich hatte da noch was vergessen. Erstens wollte ich dir als Zeichen meines Respekts noch die TM 99 geben. Die enthält die Attacke Breitseite. Was ist das für eine Attacke? Drachenattacke, also schon klar, aber die ist neu. Dann, wenn er schwingt, heftig seinen robusten Schweif und damit gegnerisch mal anzugreifen, Angriffswert zu senken. Klingt fast wie Drachenroute. Und zweitens wollte ich dir die Uniform der Drachen-Arena-Trainer überreichen. Du kriegst nur echte Gewinner-Typen, wie du und ich. Und so. Nur halt Drachenroute wechselt das Pokémon aus. Damit hast du Challenger Wyvern mit der Trikotnummer 585, was sehr besonders ist. Die Arena-Challenge abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst du deine Stärke beim Champ Cup unter Beweis stellen. Alles klar, du! Mach wir doch glatt. Und du, why muss mir nun deine Stärke beweisen? Aha, da ist er ja endlich, Dienst kleiner Bruder. Ich nehme deine Herausforderung an und ich werede dich ordentlich in ihm mangeln. Nach diesem Kampf wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das Handtuch zu werfen und die Arena-Challenge aufzugeben. Aufgeben? Kommt für mich nicht in Frage. Ich habe jede Menge herumexperimentiert und bin stärker, als du dir je vorstellen könntest. Ich werde euch alle besiegen. Why? Wyvern? Und natürlich auch meinen Bruder. Einfach jeden von euch. Mach's gut, Wyvern. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Aber ich rate dir, vorher fleißig in der Naturzone zu trainieren. Seht ihr, was ich meine? Auf jeden Fall war das ein krasser Kampf. Also, es ist nach wie vor dritte, vierte, sechste und achte Arena sind die stärksten Arenen dieses Spiels. Und ich würde mich über ein Like freuen, teilen, kommentieren und ne, das war's. Liken habe ich ja schon. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und ciao, euer Mike.